Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Udin und willkommen zum Hardware-Video, beziehungsweise wir gucken uns hier Hardware an und wir werden sie auch testen, und zwar von Cambridge Audio Yo-Yo. So steht es jedenfalls auf der Verpackung. Portable Bluetooth Speaker, und Name soll wohl Yo-Yo sein. Ich hatte schon im Unboxing gesagt, die Qualität ist erste Sahne, also ich bin von der Verarbeitung echt begeistert. Sieht geil aus, sehr minimal gehalten von der Optik, aber auch sehr klar. Also wenn ihr jetzt hier oben zum Beispiel guckt, da haben wir dann Power, dann Plus Minus, hier ist dann Cambridge Audio, also nur Cambridge steht da, und unten haben wir dann dieses N-Links-Symbol hier, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Dann haben wir hier ein paar LEDs, denke ich mal. Hier haben wir zurück und Bluetooth. Und hier haben wir Gespräch annehmen bzw. ablehnen, weil wenn man es mit dem Handy koppelt, kann man da auch Gespräche dran hören. Mikrofon wird dann logischerweise, denke ich mal, das Handy weiterhin bleiben, weil das ja nur Stereo hat. Wir können das auf ein Stativ machen. Und hier unten haben wir dann einen Fuß, USB, Strom, da wo ich meinen Finger habe, und hier ist der Klinke, so, das mache ich so, da, und drunter ist dann noch so ein Knopf. Und den habe ich schon im Unboxing gesagt, wir haben dann auch noch hier Gummifüße, das habe ich vergessen zu erwähnen, hier haben wir Gummifüße, und wenn wir das dann so hinstellen, kommen die Kabel praktisch, wo haben wir dann, hier an der Seite, hier unten raus. Und das ist ja praktisch die Vorderseite. Man sieht dann halt nicht, dass der Kabel, dass die Kabel irgendwo an der Seite angeschlossen sind oder oben oder irgendwo. Die ganze Verarbeitung vom Stoff her ist schlicht, klar. Also wir haben hier nicht übermäßig Schnickschnack dran. Hier haben wir dann noch das Logo, der Kreis mit innen drin, den Kreis, und da Gate British Sound. Ja. Hier hinten ist dann, denke ich mal, der Lautsprecher, die Rückseite. Das werden wir uns dann auch gleich mal alles angucken. Jetzt müssen wir das erstmal anmachen. So, ich habe angemacht. Jetzt blinkt das auch gleichzeitig. Müssen wir da erstmal... Bluetooth an. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob mein Handy das jetzt findet. Verfügbare Geräte. Ja, Yo-Yo in Klammern S Cambridge steht da. Da verbinden wir uns einfach mal mit. Und schon sind wir verbunden. Moment, ich habe einen Anruf. So, da bin ich wieder. Das war ein Anruf wegen meinem Auto, weil das nächste Woche in der Werkstatt geht. So, Info. Nee, da können wir nicht einstellen. Manchmal kann man was einstellen, aber wir können nur Verbindung trennen oder nicht trennen. Jetzt muss ich gerade noch mal Alben suchen. So, Alben haben wir. So, jetzt sieht es halt auf der Oberseite so aus. Jetzt ist auch gleich... Warum ist mir das so angegangen? Keine Ahnung. Achso, ich habe eine E-Mail gekriegt. Ich habe eine E-Mail gekriegt, deswegen hat das braun geleuchtet oder was? PayPal. Jetzt erst die Nachricht von PayPal, dass das abgebucht wurde? Okay. So, jetzt aber. Und schon wieder?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil... meine Kamera ja auch ein bisschen was kann. Ich habe jetzt wieder auf Bluetooth umgeschalten. So, wenn es laut ist, ist es ganz laut, dann alle Lichter und jetzt geht es halt runter. So, wir machen mal auf Rot und dann machen wir das gleich mal lauter. So, ich würde gerne mal wissen, was das Braune da zu bedeuten hat. Ja, da muss ich dann in der Anleitung nachgucken. So, und ich nehme jetzt ein Lied von Nemesis. Die darf ich vorspielen ohne Content ID. Was nimmt man da? Mythos Barbarossa. So. Ich spiele das auch gerade ab, dass ihr das seht, dass ich so wirklich abspiele. Jetzt machen wir mal hier das Handy noch auf laut. So, und das Handy ist auch auf laut. Und jetzt machen wir hier den Lautsprecher mal. Also ich habe jetzt gerade mal eine Leuchte. Zwei, zweieinhalb, drei, drei ganz hell, vier. Tief im unterirdischen Bereich setzt er und wartet schlafen, bereitet sich vor auf das, was naht. Die zweite Runde ist voll, aber noch ein Lied. Kommt der Tag seiner Rechnung, die noch zu begleichen hat. Wir suchen den Dinkel, oder? Spul mal. Ey, du liegen und besteigst unsere Taube, die das Messer rein. Da ich mir den Keller schicken, wollte ich vor sich hin. Du musst schon am Ende nach mir helfen, wie ich hier weg bin. Korrupte Scheiße! Also für so eine kleine Box haut die echt geilen Sound raus. Meine Frau ist auch begeistert. Also die Rückseite kann ich mir so anhören. Also der Sound kommt wirklich nur nach vorne raus. Also hier sehr laut, aber die Rückseite, die kannst du dir problemlos ans Ohr halten, ohne dass was ist. Vielleicht seht ihr das, ja? Die Nemesis CD gibt es bei Amazon, die packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Jetzt hören wir uns mal ist leider nicht nach Liedern geordnet, nach Nummern und ich weiß die Nummer nicht, Feigling. Augen sollt ihr Bastarde, sollen sollt ihr, soll ihr gehen. Geil. Also wüsste ich jetzt nicht, dass das so eine kleine, ey, so eine kleine scheiß Bluetooth-Box ist, hätte ich gedacht, hier steht eine Anlage. So, warte, jetzt muss ich noch was von mir testen.
Nee, suchen. Boah, jetzt finde ich wieder die Titel einzeln nicht. Ich hab zu viel hier drauf. Oh Gott, oh boah, ich geh auch drauf. So, PN. Warte, ich hab's doch auf der Hauptseite. Ich hab's mir doch hier irgendwo auf dem Handy weggepackt. Wenn ich's finden würde, wäre natürlich ein Stück besser. Ordner 2. Da haben wir's. Geil. Also der Sound ist wirklich echt geil. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch so nicht erwartet. Ah, okay. So, wartet mal. Ich muss warten, bis es weggeht. Warte, Bluetooth. Nicht. Habe ich aus Versehen die Verbindung getrennt. So. Das ist diese... Oh, ich komme wieder auf diesen Namen nicht. NT. Ich habe das auch an der Kamera dran. Ne? So, kann ich euch mal zeigen. Ich hoffe, das ist jetzt garantiert wieder Vorführeffekt, dass es nicht funktioniert. So, ja, jetzt ist es wieder angegangen. Oh. Wartet, ich muss erstmal. So, jetzt ist Bluetooth an. So, ich habe Handy nur Bildschirm an. Und jetzt komme ich damit in die Nähe. Zack. Und dann hat er automatisch sozusagen die Verbindung mit dem Handy. Ich komme die auf diesen scheiß fucking Namen nicht. Das ist dieses Viereck mit diesem Art N drin. Ich vergesse den Namen immer wieder. NFC? Könnte NFC sein. Oh, ich vergesse das immer wieder. Wir können ja einfach mal. Ich habe ja Gott sei Dank bei eine Suchfunktion hier drin. NFC. Ja, NFC ist es, genau. NFC. Und vor allen Dingen kann man das halt, kann man auch einen USB-Stick ranklatschen, dann greift er halt auf die Musik vom USB-Stick zu. Der Platz müsste reichen. Wenn nicht, nimmt man halt einen langen Kabel und führt den halt hier durch. Und hier geht auch der Stromkabel dann sozusagen hier oben durch. Wozu der Knopf jetzt hier ist, der macht irgendwie was mit den Lampen. Ich zeig euch das mal. Ich muss erstmal den Knopf. Ach, hier steht so ja drauf, was das ist. Och Mensch. Ich kann es nicht lesen, Schatzi, kannst du das lesen? Moment, meine Frau muss lesen, ich habe die Brille nicht auf. Da auf dem Plaste steht AUX und da drunter, unter AUX. 18 Volt, 2 Ampere? Nee, das andere runde Ding. 18 Volt, 2 Ampere? USB, 5 Volt, 1 Ampere? USB, 5 Volt, 1 Ampere? Ach, dann scheint zum Laden zu sein, ja. Und das ist voll doof, ne? Ja, man kann es nicht lesen, ich weiß. Ich hab. Meine Frau hat angemacht. Ja.
Einmal mit Cheers, hat sie gesagt, steht da. Cheers. Ah, ja, das heißt, ihr sperrt. Das heißt, ihr sperrt. Warte, ich muss den Knopf hin, da oben. So, wenn wir mal gucken. Mir ist nicht gesperrt. Also da muss ich echt nochmal nachlesen. Ah, hier ist auch dieses Logo, was ich euch gemeint habe, dieses NFC. Also so. Also die werden wir jetzt auf jeden Fall testen. Hoch aus, geht ziemlich schnell. So, ich zeige euch das nochmal mit aus und an. Hier ist ja Ausknopf und Anknopf. Sieht man das? Zack, und schon ist alles da. Und genauso aus. Zack, und aus ist er. Gibt auch diesen bekannten An-Aus-Sound. Das, was wir von anderen Bluetooth-Boxen ja auch schon kennen. Der Sound hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er so kraftvoll rüberkommt. Ich habe gedacht, ja gut, die Singe hört man und Bass ein bisschen was, ja gut. Aber dass er jetzt so kraftvoll daherkommt, in so einem kleinen Gewand, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und meine Frau war auch begeistert und überrascht, was so ein kleines Ding hier alles hergeben kann. Also da bin ich, ehrlich gesagt, muss ich jetzt wirklich gestehen, da bin ich gerade noch ein bisschen perplex drüber. Trotz der Umgebungsgeräusche. Hat das richtig fett Sound geschmissen. Und einen klaren Sound. Einen wirklich schönen, klaren Sound. Auch der Bass war schön. War nichts übersteuert oder zu viel Bass und zu viel Gesinge oder zu viel Gesinge, zu wenig Bass oder irgendwas dergleichen. Gar nichts. Das war ausgewogen wie bei einer kleinen Anlage, oder? Ja. Und da sind wir jetzt gerade beide ein bisschen erstaunt und perplex drüber. Wie gesagt, hier, das habt ihr ja gesehen, dass sich das denn bewegt. Ich kann euch das nochmal zeigen. Das ist wirklich vom Lautsprecher hier hinten, das ganze lange Ding. Habe ich im Video ja auch gezeigt, dass habt ihr gesehen, wie sich das bewegt. Ja, ich kann da jetzt ehrlich gesagt gerade momentan ja nichts zu sagen. Ich bin da ein bisschen perplex. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür, vom Design und für den Klang und nochmal einen Daumen hoch. Wir werden das jetzt testen und dann wird es dann in den nächsten Tagen dann nochmal einen Hardware-Check geben, wo ich euch dann so die Meinung von mir und meiner Frau sagen kann, wie wir jetzt damit längerfristig zufrieden sind. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und die komische Glocke müsst ihr drücken, weil sonst kriegt ihr da nicht immer wirklich eine Nachricht, manchmal gar nicht. Manchmal kriegt er dann alle 3-4 Monate mal eine Nachricht. Also vergesst das nicht. Ich bin dann mal weg. Heute Abend sehen wir uns wahrscheinlich dann im Livestream. Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt guckt, morgen oder übermorgen, haben wir uns schon im Livestream gesehen. Aber ich mache ja Wochenende auch wieder Livestreams. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.